Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. So, wir sind ganz nah vor der Quest und müssten jetzt eigentlich da sein, in dem Schlachtfeld. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld hier. Wow. Okay, untersuche das Schlachtfeld. Viele Maschinen. Und alle werden von den Mördern kontrolliert. Oh, die Nora konnten einen Verderber erledigen. Vielleicht hat die Kriegsherrin etwas hinterlassen. Sie haben eine ganze Horde von ihnen den Hang hinuntergeschickt. Okay, untersuche den zerstörten Verderber. Okay, das ist der Verderber. Aber vorher haben die Mörder ihn benutzt, um andere Maschinen auf sie zu hetzen. Untersuche das Schlachtfeld. Ich rede mit dem Überlebenden. Krieger! Hey, warte mal! Bin doch schon da. Dran ist anscheinend der Überlebende. Okay, reden wir mal mit dem. Die Toten und Verwundeten alle weg. Ist hier keine Krieger und Heiler mehr. Nur ich. Du bist verletzt. Was ist passiert? Was nicht? Die Hölle ist los. Sona schickt mich, um Bericht zu erstatten. So nütze ich ihr nichts. Wo ist Sona? Varl wollte, dass ich Sona suche. Weißt du, wo sie sein könnte? Ich kann dir sagen, wo wir uns trennten. Beim Metallturm, südöstlich der Ruinen bei Teufelsdorst. An einem Hang mit einem einzelnen Felsen. Ich werde jetzt ins Becken zurückkehren und Varl Bericht erstatten. Urmutter, gebe dir Kraft. Wirst sie brauchen. So allein. Okay. Begib dich zu Sonas letzten bekannten Aufenthaltsort. Okay, 425 Meter. Ich würde sagen, wir holen Plätze mal. Was? Was? Warum kann er den Ort nicht betreten? Jetzt. So, der konnte anscheinend bloß nicht da hinten rein. Okay, und go! Okay, da ist schon wieder ein Langhals. Aktualisierte Auftrag, Zuflucht. Machen wir doch erstmal das schnell. Erledige die Sägezähne. Oh mein Gott. Oh Gott, da haben wir gar keinen Bock drauf. Aber das hilft jetzt nicht. Das probieren wir jetzt einfach mal. Oh, das sind ja zwei, ey. Schwäche. Okay. Okay, dann werde ich mal auf Feuer wechseln. Ist noch jemand da? Wer redet denn da die ganze Zeit? Um diese Maschinen überbrücken zu können, muss ich herausfinden, wo sie herkommen. Ist noch jemand da? Wer redet denn da die ganze Zeit? Da sind ja gleich zwei, ey, ich werde sterben, Leute. Hier irgendwie. Boah, Alter, da bin ich
eine Chance, weiß jetzt schon. Ist noch jemand da? Meine Fresse. Na, wo ist der andere? Der war hier. Uiuiui. Die Kriegerin, die ausgestoßen war. Was machst du hier? Ja. Euer Freund Dan bat mich, euch zu suchen. Was macht ihr da oben? Der Sägezahn riss uns die Bündel ab. Mir. Uns. Ohne Waffen war das hier unsere beste Option. Hast du vielen Dank, dass du ihn erledigt hast. Jetzt können wir nach Hause. Eins noch. Du verrätst doch nicht, dass du uns gesehen hast. Habe ich ja nicht. Zumindest dein Freund nicht. Soll ich dir runterhelfen? Wir gehen allein zurück. Versteh das nicht falsch, aber wenn wir mit dir gesehen werden, kommen sie uns noch auf die Schliche. Boah, krasses Ding. Kehre zu Dan zurück. Okay, das machen wir jetzt aber noch nicht. Wir machen die Hauptquest weiter. Boah, ich brauche Medikamente, Mensch. Das schaut richtig geil aus mit dem Licht. Wahnsinn. Geil. Ich muss mehr mit den Fallen arbeiten, aber ich bin da immer so, so aufgeregt an dem Kampf, dass ich es dann nicht so schnell hinkriege teilweise. Dass ich da eine Falle davor setze.
wo ist der Langhals? Da ist er. Waren wir hier nicht schon? Na klar, hier waren wir doch schon. Den haben wir doch schon erkundet. Ja, komm hoch. Zieh! Die Kriegsherrin hat hier gelagert. Okay. Wohin ist sie danach gegangen? Untersuche das Gebiet. Sie müssen sich kurz ausgeruht haben. Es war sicher nicht leicht, nach dem Überfall weiterzumachen. Untersuche das Gebiet. Und das auch noch was? Pfeilreste. Hier haben Krieger Munition hergestellt. Bogen hat schon viel erlebt. Niemand hätte ihn freiwillig zurückgelassen. Sona hat Verluste hinnehmen müssen. Nimm nur noch mit dem Bogen, komm. Das ist Verbandszeug. Der Bote war nicht ihr einziger Verwundeter. Das könnte eine Blutspur sein, der ich folgen kann. Ich sollte meinen Fokus einsetzen. Hab ich doch schon. Eloy. Anscheinend wollten Sona und ihre Krieger zu diesem Berg. Ein Bruch da. Da ist der Langhals, geil. Wow, what? Was ist das? Verdorbener Wächter? Schwäche. Okay. Ah, das haben sie ja gesagt gehabt. Dass die gegen Feuer anfällig sind anscheinend. Die Sache endet hier. Okay, du hast halt mit dem Feuerfall anscheinend den Burst-Schaden nicht, du hast aber dann einen Schaden über Zeit. Also eine Art Dot hat man mit dem, so wie ich jetzt beobachten konnte.
Weiter geht's. Was ist denn da unten? Feuerbrüllrücken. Krass. Einiges aus. Ah, die machen wir jetzt noch nicht, werden wir später mal machen. Find ich. Toter Sägezahn. Vielleicht hat Suna ihn erledigt. Sie könnte ganz in der Nähe sein. Das finde ich richtig cool gemacht, dass man da auch ein bisschen mit Taktik spielen muss. So, hier ist der Sägezahn. Ich hoffe mal nicht, dass der gleich aufsteht. Sag jetzt nicht, ich kann jetzt dann überbrücken. Oh, Scheiße. Dein Glück, dass ich vorbeikam. Eine Sekunde später und der Sägezahn hätte dich erwischt. Erzähl doch nicht. Ich hatte noch eine halbe, um ihn selbst zu erledigen. Dann bist du Kriegsherrin Sona? Baal hat mich zu dir geschickt. Wie ging es am Tor? Es hielt, bestens. Er hat selbst eine Maschine tapfer erschlagen. Er sorgt sich um dich. Unser Stamm braucht Stärke, keine Gefühle. Ich habe einige der Mörder bei der Erprobung gesehen. Ich will Rache. Du auch? Klar. Verlass dich drauf. Zeig es mir. Leih mir deine Kraft. Komm mit. Was willst du? Okay, Folge Sona. Auf der anderen Seite dieses Bergs graben unsere Feinde Maschinen aus der Erde. Hm, wo ist er denn jetzt? Da. Warte mal, erstmal will ich die noch looten. Alles mitnehmen, was wir kriegen. Wow. Was wir kriegen können. Die Sünden der Alten sind dort begraben. Verderberdämonen. So einen habe ich zur Strecke gebracht. Bei Mutters Wacht. Gewagte Behauptung. Ich hoffe, du wirst dir gerecht. Warte mal, ich speichere schon mal. Okay, abgespeichert. Und das Zeug noch mitnehmen. Oh, warte mal, den muss ich erledigen. Das probiere ich jetzt mal mit dem Feuerpfeil. Ob er dann schneller down geht. Die brauche ich nämlich für Upgrade-Material. Genau. Den nehmen wir auch noch mit. Ich würde denken, was macht die denn da? Geht die jagen oder was? Aber es hilft nicht, ich brauche das Zeug.
schaut das geil aus. Echt hammermäßig geil. Kannst immer wieder sagen, Leute. Das ist echt der Wahnsinn. Vor Stunden haben sich Krieger unten im Wald versteckt. Auf mein Signal greifen sie an. Unsere Feinde und ihre Maschinen sind in der Überzahl. Aber wir haben den Zorn auf unserer Seite. Vielleicht haben wir mehr. Wie das? Das ist Lohe. Wir verbrennen es, sie sprengen damit. So entstand diese Grube. Wir zünden es also an und dann? Bumm. Dann lass uns beginnen. Wow, warte. Nicht so schnell. Gib mir etwas Zeit, mich zu nähern. Wenn sie mich bemerken, feuert. Okay. Mal sehen, wie es läuft. So, erledige die Kultisten und verdorbene Maschinen. Zerstöre die Lohebehälter optional. Okay. Gut, ich fülle es erstmal auf, würde ich sagen. Ist die schon tot oder was? Fuck. Okay. Ich würde aber sagen, machen wir einen Cut an der Stelle und wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Bleibt dran, es wird auf jeden Fall richtig, richtig spannend. Und bis dann. Ciao, ciao.